Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Das nenne ich mal Timing, Zermides. Vielen lieben Dank für dein Resub. 10. Monat in Folge, auch wenn es für dich heute nicht klappt wegen den Quality Options. Ganz herzlich willkommen an alle zum sonntagabendlichen Hardcore Colonization Stream. Wir basteln heute weiter an der Ike Tankstelle, beziehungsweise haben wir ja das letzte Mal nur so sporadisch angefangen. Und werden uns heute mal darauf konzentrieren, das wirklich ordentlich zu bauen und durchzukonzipieren, dass das dann hoffentlich läuft, wenn wir es abliefern. Und bevor wir damit loslegen, macht Etienne erstmal die 12 Monate voll. Vielen lieben Dank, Etienne. Ganz viel Spaß mit der goldenen Rakete und natürlich gilt auch für dich. Schreib mir gerne bei Twitch eine Nachricht oder im Discord mit deiner Adresse, wenn du die goldene Sub-Rakete auch in echt erhalten möchtest. Gesponsert von Neos 3D-Drucker. Na gut, da DAX er auch noch. Das gleiche gilt natürlich auch für dich und auch an dich. Vielen lieben Dank für den Resub für 12 Monate. Und jetzt sage ich aber erstmal Hallo an alle, bevor wir loslegen. Da wollte ich nämlich eigentlich hin mit der Reise. Ganz liebes Hallo an Mickey, an Dajin, an den Major Spanker, an Etienne, an Hugo, an Zermedes, an den Jasta, an den Border King, den Windseller, den Paul, den Da Daxa, die Crazy Day und den Neokermen. Und natürlich auch an alle, die nicht im Chat rumhängen, sondern nur vor der Glotze oder wo auch immer ihr sitzt und gemütlich vor sich hin lurken. Wie gesagt, heute ziemlich bastellastiger Stream. So viel sei schon mal vorweg gesagt. Wir werden uns heute sehr, sehr stark in die Konzeption rein bohren ist auch ein gutes Thema, denn auf meinem Zettel steht hier Ike Tankstelle, Ike Tankschiff und Ike Tankstation. Wir werden mit der Tankstelle unten anfangen und das ist ja das, wofür ihr gewotet hattet. Die andere Alternative ist dann noch der Duna Rover, das wird später kommen. Und wir werden jetzt erstmal anfangen mit der Tankstelle an sich. Und da kommt Bohren ins Spiel. Also die Tankstelle wird ja auf jeden Fall einen Bohrer benötigen oder vielleicht sogar zwei. Hallo Karazit, grüß dich. Und ja, du hast es noch zum Livestream geschafft. Wir fangen auch gerade erst an. Gerade erst gestartet. Ich hatte letzte Woche schon mit sowas konzeptmäßigem angefangen. Ich glaube, ich würde das wahrscheinlich... Ich zeige euch mal, wo wir stehen. Aber ich werde das, denke ich, nochmal verwerfen. Load. Wo ist er? Da. Also, soweit sind wir schon. Das war so die bisherige Idee. Ich werde aber ein bisschen anderen Weg wahrscheinlich gehen, um mal ein bisschen mehr selber auch was zu bauen. Das heißt, wir fangen nochmal von vorne an. Die Ike Tankstelle darf es aber gerne weiterhin heißen. Und ich würde auch mit der Cupola, glaube ich, oben weiterhin arbeiten. Ich finde das eigentlich als einen Abschluss nach oben hin ganz nett. Und es hat halt auch ein bisschen Habitation mit drin. Von daher hat es einen ganz angenehmen Nebeneffekt. Also es hat optisch seine... Na, jetzt bleibst du mal eingerastet. Komm, jetzt. Es hat optisch seine Vorteile. Ich finde, das ist ein schönes Abschlussmodul. So eine Cupola fetzt auch, dass man ein bisschen rausgucken kann. Man kann Licht damit machen. Und es hat eben hier noch die Habitation-Möglichkeit, dass wir einen Monat Habitation für zwei Kerbals anbieten und noch einen Multiplier auch reinbekommen. Das heißt, wir hätten jetzt mal für den einen Kerbal schon mal, wenn das hier dann läuft, 19 Tage Habitation. Was deutlich besser ist als 7 Tage. Da kommen natürlich noch andere Multiplier mit dazu, aber eins nach dem anderen. Und schönen guten Abend auch an Carles und den Oli. Grüßt euch. Genau, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir damit eigentlich arbeiten können, wollen, tun. Ich glaube, in der Mitte werde ich auch dabei bleiben, ein Wohnmodul zu machen. Ich bin mir halt noch nicht sicher. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Dajin, vielen lieben Dank für den Resub. 3 Monate sind voll und damit ganz viel Spaß mit der Bronzerakete. Dankeschön und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob's oder ob wir überhaupt mit einem Wohncontainer in der Mitte arbeiten werden. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würde ich eher
Speichermöglichkeiten schaffen. So, ich lasse das jetzt erstmal offen, was da drin ist. Die Frage ist, wie hoch machen wir es? Ich glaube, so wäre ganz okay. Jetzt lass mich mal schauen. So. Die sind jetzt natürlich alle so ein bisschen einzeln. Ich glaube, von der Höhe her ist das gar nicht schlecht. Das ist nämlich nicht zu hoch, sodass das nicht irgendwie aussieht, als ob uns das Ding gleich umkippt. Wir haben einen relativ breiten Stand über die Beine. Und wir können erstmal so arbeiten. Wir hätten dann nämlich drei verschiedene Tanks auch noch, in denen wir Dinge speichern könnten. Mal gucken, was man so braucht. Und jetzt kommen erstmal die externen Module, hätte ich gesagt. Also wir werden auf jeden Fall ein Habitation-Module mitnehmen. Ah, hervorragend. Das ist wahrscheinlich an den Beinen, oder? Natürlich ist das an den Beinen. Das hilft mir natürlich wenig. Und ich brauche Punkte dafür. Gibt es hier was nicht irgendwie radial? Ich glaube, das sind die. Ja, das ist das, was ich haben will. So. Das ist das, was ich haben möchte. Mal gucken, dass das Ding. Nicht viermal. Einmal reicht völlig. So. Deploy. Höhenmäßig sieht das gar nicht schlecht aus. Schönen guten Abend, Burger King. Schönen guten Abend, Eret. Und schönen guten Abend an den Zerstörer. Das soll die Ike-Tankstelle werden. Also eine bemannte Variante. So, das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich denke, wir werden auch für die langfristige Verpflegung auf jeden Fall ein Agriculture Module mitnehmen. Sehr schön, okay. Das sieht auch nicht schlecht aus. Was soll die alles produzieren? Die soll einfach nur Treibstoff produzieren und das, was die Kerbals auf der Basis zum Überleben brauchen, also sprich Supplies, Strom und Habitation, sinnigerweise. So, wir brauchen auf jeden Fall ein Inflatable Storage Module, mit dem wir die Treibstoffgeschichten speichern können. Next, 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 next. Na komm. Jawohl, das ist my Tank. So. Und eine Seite haben wir frei. Die Seite wäre jetzt natürlich potenziell unser. Unsere Abbauseite, ne? Dafür müsste ich natürlich diesen blöden Port da wegbekommen. Das heißt, wir machen die einzeln. Und wir machen die Abbauseite vor die Tür. Das macht auch Sinn. Dann können wir besser noch aussteigen.
Ich glaube, das läuft in der klassischen Kategorie good enough. Zack. So, ich meine, die Tanks konnte man draußen umstellen. Das testen wir gleich noch. Das testen wir gleich noch mit einem Bewohner. Das Ding kann rein. Zack, zack. So, dann hätten wir hier nämlich schon mal das soweit fertig. Jetzt kommt der Abbaupart. Das ist Manufacturing, denke ich mal. Ich denke, wir können einfach sagen, wir nehmen hier einmal zentralen Bohrer rein. So, der kann, glaube ich, alles harvesten, was wir brauchen. Düt. Sehr schön. Okay, das sollte uns eigentlich reichen. Jetzt haben wir noch irgendwo anders Drills dabei. Carbonite Drill. Ah, der ist zu groß. Also der ist einfach halt drüber, leider. Ja, weil wegen Tür und so. Alter. Ist halt einfach mal auch heftig zu groß. ,25 Tonnen versus 0,2. Also viele gute Gründe, den kleinen zu nehmen, denke ich mal. Ja, wir werden aber auf eine hohe Ressourcenkonzentration gehen, Zerstörer. Also von daher, wir scannen ja vorher Duna. Wenn wir feststellen, dass wir keine hohe Ressourcenkonzentration kriegen für Ohr, dann können wir das vor dem Start noch anpassen. Ich würde jetzt aber erstmal mit einer leichtgewichtigen Variante vom Bohrer loslegen, weil sich auch gezeigt hat, dass das eigentlich ausreicht. So, spannend ist jetzt natürlich nochmal, wenn kein Geologe und Engineer an Bord ist. Jetzt ist die Überlegung, ob ich nicht einen Engineer mit runternehme. Tendenziell würde ich das wirklich tun. Ich würde einen Biologen wahrscheinlich mitnehmen oder Farmer oder Scientist, also irgendwas, was die Agriculture an Einrichtung bedienen kann. Ich würde einen Bergarbeiter wahrscheinlich mitnehmen. Müssen wir mal gucken. Und wahrscheinlich auch einen Engineer. Also auf jeden Fall werde ich Personal mitnehmen. Das ist ja eine Bergbaubasis. Also es wird auf jeden Fall Bergbaupersonal auf der Bergbaubasis sein, weil sonst hätte ich eine automatisierte Basis bauen können. Ihr habt gesagt, baue eine ba Basis mit Bewohnern. Was ich mir jetzt rausnehme, ist zu sagen, dann baue ich aber auch eine Bergbaubasis mit Bergbaupersonal, wo im Prinzip das nötige Unterstützungspersonal dabei ist, um dafür zu sorgen, dass die nicht völlig durchdrehen. Aber ansonsten hauptsächlich eben Leute, die diese Basis betreiben. Miner heißen die, glaube ich, dann als Klasse, meine ich. Meine ich. Haha, der war unintended. Okay.
Sehr schön. Okay, dann haben wir das. Wir brauchen auf jeden Fall auf unserer wundervollen Basis noch Strom. Das können wir schon mal so festhalten. Strom ist prinzipiell immer eine gute Sache. Und deshalb machen wir da mal direkt so einen Deckel noch mit dran. 4000 Einheiten Strom, das ist schon mal ganz nett. Und wir schließen das mit einem sauberen Bodenteil ab. Oh, ein Radiator in Rund. Eigentlich gar keine so dumme Idee. Warum ist das so schwer? Tonnen. Könnt natürlich. Oh, okay. Ich habe verstanden, warum das so schwer ist. So. Wir sind jetzt bei Das testen wir gleich noch. Wie gesagt, heute haben wir ja Bastelstream. Wir werden gleich die Habitation-Auswirkungen einmal komplett durchtesten und auch die eine Machbarkeitsstudie durchführen. So. Zack, das haben wir. So. Nee, next, 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 next. Wir wollen Ohr abbauen. Sehr schön. Das brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt kommt hier aber immer noch ein Stöpsel drauf. Das ist der Rocco Max, glaube ich. Der erdet das Ding auch schön nach unten. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Dankeschön, Jengsan. Tatsächlich habe ich mich ausnahmsweise mal nicht erschrocken. Vielen lieben Dank für 16 Monate in Folge. Dankeschön. Und ja, weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Bevorzugt die nächsten 16 Monate. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir strommäßig damit umgehen. Also, Moment, wir brauchen nicht nur Strom, wir brauchen natürlich auch noch Umwandler und ich überlege jetzt gerade, ob uns Local Logistics nicht reichen. Und so ein kleiner Spritgenerator tatsächlich. Das macht Fertilizer. Ich meine, es gibt auch ein. Nee, der macht keinen Sprit. Macht er nur 0,08 Uhr pro Sekunde. Das ist ein bisschen wenig. Tatsächlich fahre ich damit auf Minmus ziemlich gut, weil die Dinger halt rund um die Uhr durchlaufen. Also das Problem ist nicht, dass sie eine geringe Produktionsrate haben, weil ich will ja nicht in dem Moment, wo ein Raumschiff gelandet ist, ganz viel Erz abbauen, sondern es soll eine stetige Produktion sein, die die ganze Zeit vor sich hinläuft oder vor sich herläuft. Moin Jens, grüß dich. Und damit sind wir dann, glaube ich, ganz gut bedient. Okay, wir werden aber scheinbar für die Spritproduktion, wenn ich das richtig sehe, auf jeden Fall so ein Teil brauchen. Eine Material Processing Unit. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt mal überlegen, wie wir die anbauen.
MacRun, grüß dich. Ja, soweit. Heute ist ein guter Tag. Ich habe heute das erste Mal seit vielen Tagen wieder was gegessen. Also nicht, weil es mir schlecht ging oder so. Ich habe so eine Fastenkur gemacht, wo man dann 4 Tage lang, also es gibt so eine weniger Essen-Phase, dann gibt es die nur noch Säfte trinken Phase und dann gibt es die jetzt langsam wieder anfangen, was zu essen Phase. Und ich habe heute das erste Mal wieder was zu essen bekommen. Das war schön. Heute ist ein guter Tag. Heute war ein schöner Tag. Ich durfte was essen. Es sind manchmal die einfachen Dinge. Boah, der ist ein bisschen groß. Es sind manchmal die einfachen Dinge im Leben. Oh ja, so könnte man natürlich auch damit arbeiten. Das wäre nichts für mich. Ja, ich weiß nicht. Ich muss mir auch sehr überlegen, ob ich das nochmal mache. Es war interessant und auch bei weitem nicht so schlimm, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, so, ja, geil. Beste Erfahrung ever. Ist schon auch anstrengend, nichts zu essen. So, wir könnten nämlich einfach sagen, wir machen hier auch wieder in drei Richtungen Mount Points ran. Was meinst du, Bla versus Convertotron? Das Convertotron, ich glaube, die sind relativ ebenbürtig. Macht. ,22 und 0,28 und das, wie heißt es, Material, will er nicht wahrhaben. Das Ding macht 2 Werte. Tü-tüm. Könnte ich jetzt hochrechnen? Was waren das andere? Sekundenwerte, ne? So, hier haben wir 4,21 pro Stunde. Konvertotron macht. ,22 pro Sekunde wird also deutlich mehr produzieren. Warum wird der nicht angezeigt? Dafür ist er hier leichter, ne? Ich glaube, ich werde den hier nehmen. Weil Gewichtsersparnis. Ich probiere das mal aus, mal gucken. Ah, das funktioniert wieder nicht. Das ist. Ah, das ärgert mich immer. Dass das nicht eingebaut worden ist, dass man so Sachen. Es geht halt nur. Nur mit Tanks, ne? Ärgerlich, das zerstört halt optisch die Konzepte immer recht heftig, finde ich. Einschieben ist auch wieder doof. Wo baue ich das hin? Wo baue ich das hin?
lässt mich das gar nicht anbauen, ne? Mach mal kurz die Dinger auf hier, damit ich auch ein bisschen sehe, wie viel Platz ich eigentlich habe. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Markus, vielen lieben Dank für den Resub. 16 Monate auch bei dir schon voll. Genau. Eieieiei. Eine lange, lange Zeit. Vielen lieben Dank für diese lange, lange Zeit. Und ich hoffe auf eine weiterhin lange, lange Zeit. Dankeschön. Wären natürlich noch schön, sind aber dann leider zu groß. Und mit denen könnte man sich das ergaunern, dass man einen Anschlusspunkt hat. Aber ich hänge dann natürlich in der Kiste drin. Das heißt, das funktioniert auch nicht ganz. Wie kriege ich die elegant an die Kiste ran, ohne wie ein Weltmeister zu klippen? So, aber so funktioniert es eingefahren nicht, glaube ich, ne? Doch, okay. Sieht aber auch nicht mehr schön aus. Dieser verdammte Optikanspruch. Okay, das funktioniert so nicht. Okay, wir nehmen uns mal die Radial Attachment Points. Ich probiere jetzt mal was anderes. Ist heute nicht so mit Filtern, glaube ich. Ähnliches zu sein, dass er erst die Tage gelandet. Tja, Markus, dann werden wir ja sehen, ob das bei mir besser funktioniert oder ein ähnliches Ergebnis nach sich zieht. Okay, ich würde jetzt mal Folgendes tun. Einmal hier ein Radial Attachment. Einmal hier ein Radial Attachment. So. Jetzt kommt hier die MPU drauf. Zack. Und hier drüben. Wie viel leistet der? Viel mehr als ich brauche, also von daher ist gut. Zack. So.
und sie ganz gut parken zumindest, ne? In der Mitte, ja, das Center of Mass müsste noch ganz gut mittig liegen. Ja, obwohl, weil hier Machinery drin ist, ja. Das liegt aber an der Machinery. Also von daher, wenn wir die ausgleichen, wird es auch besser. Ganz davon ab, dass die Dinger auch noch leer sind. Die ziehen das Center of Mass auch nochmal in die Mitte rein. Ist aber wie gesagt an dem Ding hier und solange die retracted sind, ist das auch kein Problem. Und wenn das steht, kann das Center of Mass sich sonst wohin verschieben. Also das ist gehüpft wie gesprungen. So. So, 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 so. Strom haben wir. Tja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das mag. Was sagt ihr mit dieser Methode, die seitlich zu platzieren? Uran abbauen. Ich glaube, man kann auch nukleare Brennstoffe abbauen, wenn man sie findet. Ja, ich meine schon. Ne? Intake als Kappe. Könnte man mal probieren. Ist nur ein Sitzplatz. Ja, das ist korrekt. Das mache ich genauso wie auf Duna. Ich lande die Crew später an. Erstmal wird die Basis runtergebracht und wenn die erfolgreich gelandet ist, dann kommt die Crew hinterher. Ich glaube, der müsste es sein. So. Jasser, vielen lieben Dank für 10 Monate Resub mit Vollgas zur goldenen Rakete. Genau, weit ist es nicht mehr. Vielen lieben Dank dafür und die nächsten 2 Monate bis zur goldenen Rakete auf jeden Fall noch ganz viel Spaß beim Zugucken und dann gibst du mir Bescheid, wohin die goldene Rakete geschickt werden soll. Tankenupsis werde ich nicht ranbauen, das ist ja die Basis an sich. Ich versuche da den Part Count dann so weit wie möglich unten zu halten. Wir stehen jetzt bei 23, das ist ziemlich okay. So, jetzt gab es die Überlegung oder die Anregung, dass man vielleicht solche Intakes noch irgendwie nimmt, weil die besser aussehen. Schauen wir mal, ob die besser aussehen als Abschluss. Ich wüsste halt nicht, was
was die machen sollen. Weil wir haben ja da auch keine Atmosphäre oder so. Also wir hätten diese Variante. Gut, man könnte halt erklären, dass man quasi Sachen, dreckige Abgase nach außen bläst, ne, ins Vakuum. Sieht halt schön dirty aus. Tatsächlich unerwartet nett. Unerwartet nett. Ja, es erfüllt halt technisch überhaupt keinen Zweck. Es erfüllt halt technisch so richtig gar keinen Zweck. Ich frage es halt, was sind die Alternativen, ne? Also eine Alternative wäre natürlich zu sagen, man haut da einfach so einen flachen Deckel noch drauf. Ja, also ich bin auch überrascht, dass es gut aussieht. Hatte ich nicht mit gerechnet. Die andere Alternative ist hier der gute flache Deckel, aber der ist halt schon. Weiß ich nicht. Könnte man natürlich. Aber das wäre auch Unsinn, das zu tun mit einer Cupola kombinieren. Von daher. Schauen wir mal. So. Zack, dann nehmen wir doch die Dinger drauf, ist okay. Dann wird da Dreck ausgestoßen. Guten Abend, Chris. Grüß dich. So, gut, jetzt haben wir noch ein paar Sachen zu tun. Also einmal müssen wir testen, ob das alles mit den ausgefahrenen Sachen funktioniert. Bla, zack. Bla, zack. Das sieht aber gut aus. Das heißt, hier unsere Belüftung oder Entlüftung unserer Industrieteile beißt sich nicht mit mit den aufblasbaren Teilen. So. Okay, hier haben wir jetzt noch ein bisschen Platz und da oben haben wir noch ein bisschen Platz. Ich tendiere dazu, Solarpanel-mäßig noch ein bisschen was zu tun. Allerdings eher auf einer dezenten Ebene. Das könnte auch relativ cool sein, ich weiß es nicht. Muss es halt nicht, könnte aber. Das muss ich mir mal kurz angucken. Müh nach oben muss es, ne? Müh. So. Quasi sagen, wir machen den Kreis nicht komplett zu, sondern ziehen uns aus der Umgebung. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß es nicht. Es hat was. Was sagt ihr? Ich finde, es hat irgendwie was und es ist sehr dezent, wenn man es einfährt. Also so ist es sehr dezent und ausgefahren, finde ich, es gibt was her. Könnt ihr euch ja mal zu auslassen, was ihr dazu denkt, optisch gesehen. So, und wir brauchen auf jeden Fall ordentlich Kühlung und zwar ordentlich im Sinne von, jetzt müssen wir es einmal zusammenrechnen, dass wenn die Sonne von oben kommt, dann es hat einen Reaktor, die Solarpanels sind so oder so nur sekundär. Also das Ding braucht eine Kühlung von 200
225. Das Teil braucht eine Kühlung von 50, wenn ich es verstehe. So, bei 275. Und das Ding auch noch mal so bei knapp über 300, 325. Zell, was für ein Mod? Ganz viele Mods. Oder hast du, meinst du ein bestimmtes Bauteil? Ah, 300 und ein bisschen. 360. Also wir könnten einen Kühlflügel anbauen, der ist allerdings riesig gigantisch, wie ich gerade sehe. Den können wir natürlich auch so hinbauen. Ist ja nur für den Transport. Wir gucken mal, wie das denn ausgeklappt aussehen würde. Ist aber, glaube ich, nicht so hübsch. Alter Verwalter. Würde aber die Basis kühlen. Hat halt sowas Hahnkamm-mäßiges, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass ich das gut finde. Obwohl ich mir unschlüssig bin. Es hat irgendwie was gleichzeitig. Aber auch irgendwie nicht. Dreht sich dann halt quasi so, je nachdem, wie die Sonne steht. H2 gegenüberliegend wird nicht klappen wahrscheinlich. Was ich noch machen könnte, wäre hier zu arbeiten, aber wie viel machen die? 76. Die Wraparounds. Mal gucken, wie viele wir da nebeneinander bekommen. Einen nur. Okay. Die könnte man natürlich noch nehmen. Dann sagen wir, nehmen zwei mit. Die großen Panels machen 200. Das wäre noch eine Möglichkeit zu sagen, man nimmt. Oh ja, das wäre sogar eine gar nicht so dumme Möglichkeit. Wie viel machen die? 150. Wir brauchen ein bisschen über 300. Wir machen noch ein bisschen was über Fläche. Wisst ihr was? Wir könnten natürlich auch Folgendes tun. Das ist jetzt mal das optische Gegen, der optische Gegenentwurf. Man könnte natürlich sowas auch tun, ne? Dass man sagt, man hat hier zwei Radiatorpanels. Haustruppentransporter. Du meinst ein Shuttle. Das wäre halt die Alternative zu sagen, man nimmt sich solche Paneele her. Die Faltbahnen brauchen es nicht, ja. Eine Designstudie hier. Es würde nicht klippen. Ich
Ich weiß halt nicht. Ich glaube, wenn das Ding aufgeblasen ist, dreht es sich in es rein und in die Solarpanels wahrscheinlich auch. Also ich glaube, das geht. Das funktioniert so nicht, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube aber, wir brauchen gar nicht so viel. Ding zu groß, ne? Kann man die scalen? Ah ja, nee, das bringt nichts. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel Kühlleistung, ehrlich gesagt. Hat AMD noch was im Angebot? Ich glaube nicht. Und ich spare eigentlich auch gerade auf was anderes. Ich guck mal kurz. Aber ich glaube nicht. Mit einem extra Kühlturm. Ah, ich würde es gerne erstmal mit einem Turm hinbekommen. Also das Ziel wäre, die Ike-Tankstelle tatsächlich aus einem Segment zu machen. Und die hat, glaube ich, auch nichts Spannendes da zurzeit. Heat Management Advanced. Also haufenweise Graphenzeug halt, ne? Vielleicht sind die tatsächlich eine Idee, dass wir es einfach verkleiden. Schwarz könnte tatsächlich auch gut aussehen. Ich kaufe die jetzt mal. Wir kriegen noch genug Science rein, um unser Sparziel trotzdem zu bezahlen. Ich muss es mir angucken an der Rakete. Das ist schwer zu beurteilen, finde ich. Schwarz könnte aber tatsächlich gut aussehen. Als Wrap. Und wenn die als Wraps wirklich, das las ich jetzt wie eng anliegend an der Raketenhülle, wenn das funktioniert, dass wir die wirklich ganz eng ranbekommen, dann könnte das optisch tatsächlich machbar sein. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Ja, von wegen 8 Monate. Patreon zählt ja nicht. Nee, hier zählt es nicht, aber trotzdem vielen Dank für den langanhaltenden Support, auch schon vor den Twitch-Abos. Vielen lieben Dank für den 8. Monat Resub an den lieben Kazit und auch dir ganz viel Spaß weiterhin beim Zugucken. Tatsächlich muss ich sagen, finde ich den gar nicht schlecht und es würde fast noch ein zweiter drunter passen, wenn wir den oberen ein bisschen höher schieben. Ah, shit, der verschwindet da drin, ne? Tranquility Base here. The Eagle has landed. Fenaro, vielen lieben Dank auch für dich, auch andersrum, auch an dich für den Resub. 10 Monate in Folge. Dankeschön. Was ist denn heute los? Heute ist Resub-Tag. Ist der Monat zu Ende oder so? Dankeschön und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. 10 Monate auch schon. Meine Güte, die Zeit vergeht. Das ist echt heftig, wie lange ihr teilweise schon dabei seid. Und natürlich, um nochmal darauf hinzuweisen, nicht nur diese Spenden, das sind eure ja, Spenden quasi, die ihr hinterlassen könnt über Streamlabs und eure Bits gehen diesen Monat an das Haus der kleinen Forscher. Nein, auch meine Subs. Also alles, was ihr diesen Monat an Subs da lasst, packe ich noch auf die Spendensumme, also die da über mir steht, oben drauf. Und ich glaube, da kommt ein ganz nettes Sümmchen zusammen und da wird sich das Haus der kleinen Forscher hoffentlich drüber freuen. So, jetzt müssen wir aber mal gucken. Skin Rippen Half. Das ist ein bisschen zu hoch. Was nimmt das Ding hier? 64 kW. Das also mal 2. Guck mal, das ist doch optisch, ist das durchaus vertretbar. Hier könnte man jetzt noch mal einen einzeln ranbauen. Ach, so semi-geil, ne? Obwohl, ist halt mit den Beinen, aber. Kann man das vertreten? So optisch?
Curved Square. Macht 50 kW. Ist ja nicht besonders. Wie ist das Ding landen? Magie. Die Antwort darauf ist immer Magie. Nee, natürlich mit einem Skycrane. Natürlich mit einem Skycrane. Ich glaube, das müsste uns reichen. Zwei von den Dingern decken die Produktion Discovery, nominal Mako, Ohms 1, not required. und den Bohrer locker ab, also MPU und Bohrer. Und der andere wird den Reaktor nur teilweise kühlen müssen, weil ich den Reaktor ja nicht auf voller Leistung fahren werde. Der ist sehr viel größer als das, was wir brauchen. Von daher sollte das eigentlich ganz gut hinhauen. Da müssen wir uns halt mal ein bisschen rantasten, was wir tun können, müssen und so weiter. Weil tagsüber haben wir ja sogar noch Solarstromunterstützung. Ich denke, die müssen wir nicht ganz so hochfahren. Und Jens, vielen lieben Dank für 200 Bits fürs Haus der kleinen Forscher. Die werden natürlich auch brav mit übergeben am Monatsende. In diesem Sinne, Dankeschön. So, jetzt brauchen wir. Hier ist schon ganz viel Machinery drin. Hier ist auch ganz viel Machinery drin. Können da noch ein bisschen Mulch reinpacken, einfach weil es geht. Und wir können auch initiale Supplies mit dazu packen. Das sind alles so Dinge. Dann haben wir da nicht irgendwie einen extra Tank, den wir bedienen müssen. So, hier kann auch schon mal Fertilizer rein, Supplies und Mulch. Die Reaktoren kann ich noch drosseln. Die kann ich noch drosseln. Das habe ich schon getan seit dem Update. Und Vizer, schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen. Und Wesley hatte ich, glaube ich, auch noch nicht begrüßt. Moin, grüßt euch. So. So, dann brauchen wir hier auf jeden Fall erstmal Material Kits, damit wir die Sachen überhaupt aufblasen können. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie viel es sind. Es müsste relativ viel sein. Ich weiß nicht, ob wir 9000 wirklich brauchen, aber es dürfte auch nicht weit davon entfernt sein. Das Ding hier braucht. Ein Tausi. Das Ding hier braucht 8000. Das sind relativ exakt 9000. Hervorragend. Okay, dann haben wir 9000 mit dabei. So, und hier könnte man jetzt noch irgendwas reinbasteln. Ich weiß es nicht. Material Kits haben wir echt viel mit. Machinery meine ich. Hier könnte man tatsächlich überlegen, ob man noch irgendwie. Fertilizer wäre natürlich sehr hilfreich. Damit hält die Basis länger durch, weil den bauen wir nicht ab. Ja, probieren wir einfach mal, würde ich sagen. Ich glaube, so kann man es erstmal lassen. Sehr schön. Okay, das Ding hat jetzt, wissen wir nicht so genau, es hat auf jeden Fall gewisse Zahlen an. Ach so, shit, wir kommen hier unten. Doch, da ist eine Tür, damit kommen wir auch rein. Sehr gut. Okay, weil ich komme da oben natürlich nicht ran. Auf Ike ist das super easy. Hier nicht so. Das heißt, wir könnten hier, glaube ich, ganz gut damit arbeiten. So, jetzt können wir noch ein bisschen die Teile hier verschieben. So. Sehr gut. Das sieht doch ordentlich aus.
Gut, 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 gut. Dann machen wir jetzt noch ein paar Action Groups, um das Ganze im Griff zu haben. Und dann testen wir das einmal draußen auf dem Launchpad. Und Krampfgarten, vielen lieben Dank für deinen Host und herzlich willkommen an dich und deine 24 Zuschauer. Du hast heute Oxygen Not Included gespielt, habe ich gesehen. Und lieber Neo, mach doch mal einen Shoutout für den Krampfgarten. Jemand, der auch bei mir ab und zu mal einen Host bekommt, wenn der Slot gerade frei ist. Der auch KSP spielt und viele andere nette kleine Spiele. Sehr, sehr netter kleiner Streamer. Auf jeden Fall mal vorbeigucken und auf jeden Fall, wenn ihr vorbeiguckt, auch ein Follow dalassen. Und damit ganz herzlich willkommen nochmal an dich, Krampfgarten. Setz dich hin, nimm dir einen Keks oder einen Snack und dann. So. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich glaube, das ist es für den Anfang. Ich glaube, das ist es. Jetzt werden wir mal testen, wie das alles so funktioniert. Und dafür stellen wir die Kiste mal raus. Zack. Na, Winzel, aber ich glaube, ich gehe mit dem Convertotron, weil es mir halt die Planetary-Option definitiv eröffnet. Ich bin da so ein bisschen unschlüssig, irgendwie die USI-Mechaniken zu benutzen mit Nicht-USI-Bauteilen. Das fühlt sich immer so ein bisschen nicht im Sinne des, nach nicht im Sinne des Erfinders an. Deshalb bin ich da immer sehr vorsichtig mit. Genau. Also das ist einfach so ein bisschen der Grund, warum ich da eher Richtung MPU schiele. Genau. Und es lässt halt immer noch den Weg offen mit Dingen zu arbeiten. Mit Bill sieht aus wie na? Wie heißt er? Oh Gott, kanadischer Astronaut. Komm schon, komm schon. Was ist los mit mir? Was ist los mit mir? Wie heißt er? Warum habe ich gerade den Namen von ihm vergessen? Chris Hadfield, natürlich. Er sieht aus wie Chris Hadfield. Guckt ihn euch an. Das ist doch Chris Hadfield-Face. Okay. Wir haben die Action Groups vergessen, weil ich schon wieder so viel gequatscht habe. Aber dann machen wir das mal kurz per Hand. Die sind an. Jawohl, hier läuft, glaube ich, noch nichts. Fuel Cells, okay. Den setzen wir jetzt schon mal runter auf 10%. Zack. So, okay, dann übernehmen wir mal die ersten Arbeiten hier. Spring. Zack. Kurz am Bohrer aufgeschlagen. Ja, hervor. Ah, und wie das Chris Hadfield ist. Hallo, Mr. Hadfield. Sehr schön. Okay. Deploy. Thank you. Das funktioniert doch schon mal. Okay, das kann noch ein bisschen runter, sehe ich gerade. Das kann noch ein bisschen nach unten verschoben werden. Ich denke, hier wird es ähnlich sein. Ja, das können wir noch ein bisschen nach unten packen. Durch das Verschieben der Beine jetzt gerade habe ich das natürlich provoziert. Achso, das ging wiederum nur von innen. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich reinkomme. Sehr gut. So, dann haben wir hier wieder volle Kontrolle. Lars Engier, hi, grüß dich. Moin, moin. So.
Der blaut fleißig Ohr ab. Hier können wir jetzt beide Habs anmachen. Hier starten wir die Agroponics. So. Und hier machen wir auch mal. Ich mache jetzt mal einfach maximale Stromverschwendung. Zu gucken, wo wir dann so stehen. Also wir sind leicht im Minus. Das, obwohl die Kiste noch nicht läuft. Okay, das heißt, wir starten jetzt noch den Reaktor. Okay, sieht gut aus. Reaktor ist sauber da. Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Jetzt holen wir Crew mit dazu. Und zwar nehmen wir jetzt kurz uns ein kleines Auto mit einer Crewkabine und packen uns jemanden, also einen Biologen auf jeden Fall mit ein. Ich denke, einen Bergarbeiter. Was braucht man noch so? Keine Ahnung. Einfach erstmal, dass wir vier Kerbals drin haben, damit wir uns mal ansehen können, wie das hier ausschaut mit den Supplies und allem weiteren. Weil guck mal, Habitation ist jetzt 44 Jahre. Das ist nett, wird aber sicherlich... Achso, hier können wir auch noch Habitation anschalten. Da. Wird aber sicherlich nicht so bleiben, wenn wir ein paar mehr Kerbals reinstopfen. Kriegskrieger, grüß dich. Deshalb jetzt Space Center und dann gehen wir in die SPH, also Flugzeug. Halle, genau. Engineers Bill, genau. Genau. Der Bell ist der Engineer. Der Engineer. Ja, ja, ja. Es geht jetzt wirklich nur erstmal darum, Erfahrung zu sammeln, wie viel Habitation hat das Ding. Wenn wir da vier Kerbals reinstopfen, aber dass jetzt schon 44 Jahre dasteht, ist schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Sehr guter Anfang. Darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Und dann werden wir mal sehen. Dann werden wir mal sehen, wie das funktioniert. Prost, ne? Wir brauchen drei Leute. Dann nehmen wir doch am besten exakt in diesem Command Pod. Ist das schon die lange? Nee, das ist die lange. Sehr gut. Center of Mars, natürlich, ganz hinten. Große, schwere Batterie. Wenn wir es hochskalieren, ja, dann ist es mittig und sehr teuer. La, 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 la. Ist das was für Duna? Genau, nee, das ist für Ike. Ich glaube, wir brauchen irgendwie so ein bisschen...
Ich alter Autokonstrukteur. Die Kürbis bloß mal jemand gefragt, der sich damit auskennt. Wäre es vielleicht nicht ganz so fatal geworden. Ja, genau, das ist gut genug. Wir wollen ja. Gott, das wird das fürchterlichste Fahrzeug ever. Wir wollen ja nur. Wir wollen ja nur bis zur Startrampe fahren. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das funktioniert. So, ganz wichtig, immer einen Fuchsschwanz mitnehmen. So, sehr schön. Yay. So, ich hoffe, da sind auch schon drei Kürbels drin. Jawohl, wie gesagt, was die fachlich tun, ist eigentlich fast egal. Wir gucken jetzt mal, ob wir die richtigen zufällig rumliegen haben. Ein Farmer, ein Biologe. Biologe wäre doch super. Haben wir schon einen Bergmann? Ja, einen Miner haben wir. Und dann nehmen wir noch mit. Hier kommt ein Farmer. Wir nehmen einen Farmer mit. Ich habe gerade einen Farmer gesehen gehabt. Komm, Mercury, du als Farmer. Eigentlich ist das ja genau deine Aufgabe. So. Landing Pad Transfer. Zack, los geht's. Hoffentlich überleben die alle. Kein Fallschirm dran, das könnte gefährlich werden. Missly, ja, Farmer. Völlig unrelated Frage, Mercury. Wärst du bereit, dein Farmerleben auf Ike zu führen? Nicht, dass ich da irgendjemanden hinschießen wollen würde in eine kleine Tankstation, wo jemand das Gemüse anbauen muss, aber maybe. Maybe. Alles ist besser als Körben. Sehr schön. So, ich bin gespannt. Also jetzt, wenn wir alle vier reinsetzen, kriegen wir dann mal einen Indikator, wo die Habitation so steht. Okay, wir fahren. Es lenkt auch. Hervorragend. Dann kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen. Das will ich mal von innen sehen. Cool. Man kann da richtig gut fahren. Naja, gut, also. Gut genug. Wupp, wupp. Guck mal, wie sie alle aussehen. So schöne Kürbels. So schöne Kürbels. So, der Strom müsste bis dahin auch halten. Brumm, brumm, brumm. Wir haben zum Glück Zeit. Und es ist vielleicht auch ganz gut so, dass dieses Fahrzeug nicht besonders schnell fährt. Damit keiner verletzt wird unterwegs. Genau, Biologe, Farmer und Miner. Damit könnte man auch ein super Kommen in eine Barwitz machen, oder? Ein Biologe, ein Miner und ein Farmer kommen in eine Bar. Tja, und wie geht's weiter? Sagt der Biologe, kommt dann, glaube ich, logischerweise. Aber was sagen Biologen so? Ich glaube, dass diese Räder so nach innen angestellt sind, macht es echt nicht besser mit dem Fahren. Ich bin gespannt auf eure Biologen und. Warum
warum er die Hintpferd nicht direkt ins andere setzt. Also, warum er das tut. Hallo erstmal, Ultra Paco. Weil ich in dem anderen keine Sitzplätze habe, weil die aufblasbaren Dinger beim Raketenstart nicht zur Verfügung stehen. Also da hast du keine Seats, wo du Kerbals reinpacken kannst. Und ich kann jetzt gerade nichts aufs Launchpad packen, weil auf dem Launchpad ja die Basis rumsteht. Das ist genau der Grund, warum ich da jetzt hineier. Gut, ich hätte die Räder ein bisschen gerade ranbauen können, aber vielleicht ist das auch ganz gut, das hindert mich daran, so schnell zu fahren. Tendenziell bringe ich ja sonst die Leute eher immer durch übertriebene Geschwindigkeit um. Genau, aber das ist tatsächlich der Grund hinter der ganzen Geschichte. Bis ein Kerbal ankommt, ist er verhungert. Nee, hier unten hungern die nicht. Oh, tun sie doch. Na gut. Nee, ich glaube, hier unten sind sie nur nicht homesick oder sowas. Aber ich bin guter Dinge, dass wir mit dem Puffer von 15 Tagen, mit dem jeder Kerbal startet, in einem Stück bei der Basis ankommen. Ich kann sie da hinten auch schon sehen. So, wir können jetzt mal ein bisschen querfeld einfahren. Wir können auch von innen fahren. Guck mal. Da wir sehr langsam fahren, ist das alles sehr ungefährlich. Da sitzen sie alle drei. Ich glaube, ich bin Mercury. Ja, da drüben sitzt Skunk. Das da müsste Skunk sein. Erinnert an die... Oh, guck mal, da ist die Dings. Da ist die, die Klappe. Unser Ausgang quasi. Tütüt. 15 Tage, das wird eng. Ja, ich bin auch ein bisschen schockiert, wie langsam es unterwegs ist, nur wegen diesen leicht quergestellten Rädern. Aber hey, ist halt wie auf dem, ich kann jetzt leider, ich würde das gerne mit zwei Händen zeigen, dieses V-förmig nach innen gestellt, so wie so Skianfänger den Berg runterfahren. Ich kann nur leider gerade nicht mit beiden Händen, weil ich muss auf der W-Taste drauf bleiben, damit das Ding fährt. Yay. Apropos Ionenburn. Habe ich schon erwähnt, dass unsere Joel-Mission ionengetrieben ist? So schön. Aber die wird noch sehr, sehr viel mit ihrem klassischen Antrieb abfeiern können. Also von daher alles gut. Aber wir könnten nebenbei mal gucken. Science here now. Surface Sample haben wir schon. Na gut. Nein. Oh doch. Oh doch. Boop, boop. Nerd, nerd. Ich finde es spannend, dass sie optisch eine Luke draus gemacht haben. Mich würde mal interessieren, ob das wirklich eine Luke ist. Weil hier drin sieht es aus wie eine Luke. Also, dass man da docken kann und dann quasi aufmacht. Auf jeden Fall ein schönes Detail, finde ich. Sehr nette Idee. So, wir sind fast da. Kannst du den 98-Stunden-Burn nicht in deiner Streamset machen. Alles cool. Tatsächlich wird der Burn oder werden die Burns mit dem ionengetriebenen Raumschiff eher später sein. Wir haben ja die Beschleunigung raus Richtung Joel schon fast durch. Da kommt nochmal ein Korrekturmanöver. Aber wir sind da komplett schon durch mit dem klassischen Antrieb und selbst das Bremsen wird voraussichtlich ins Joel-System rein. Komplett mit klassischem Treibstoff stattfinden können noch. Und später die Assists und so werde ich dann mit Ionenantrieb wahrscheinlich erst fliegen. Also wir werden da noch ganz gut zurechtkommen, glaube ich. Oh oh. Ja komm, du schaffst das. Hoffe ich. Mühsam ernährt sich das Kerbalhörnchen. Turbo, Turbo.
Turbo. Ich muss langsam die Schräge hochfahren. Komplett den Berg in Angriff nehmen, klappt nicht. So. So, fertig. Lalalala. Ich sehe Probleme auf uns zukommen mit der Rampe. Ich muss die Rampe, glaube ich, in Querbewegungen langsam erklimmen. So hin und her, so ein Zickzack-Muster. Ich fange schon mal hier drüben an. So. Ich glaube, direkt die Rampe hochfahren könnte knapp werden, oder? Na? 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 Tschakka. Ups. Oh oh, ich bin stecken geblieben. Vielleicht bin ich stecken geblieben. Oh. Ups. Ja, ich glaube, wir sind da. Ich glaube, wir sind angekommen. Zack. Okay. Check. Bremse. Okay. 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 Whee. Ganz, ganz klassisches Körbelmanöver. Sehr schön. Oh, wir sind mit dem Rad stecken geblieben. Deshalb wird unsere 5-Tonnen-Maschine natürlich mit einer Doppelschraube weggeflippt. Hätte mit schnellerer Fahrt auch nicht schlimmer werden können. Da hast du recht, Neo. Also die Vorsicht war völlig unbegründet, muss man sagen. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Ja, 7 km/h ist lockeres Jogging, was ich ehrlich gesagt spektakulär finde in einem Raumanzug. So, rein da mit dir. Zack. Next. Ich muss erst die Hatch nach oben drehen, damit der nächste rausstolpern kann. Und los, 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 los. Genau. Danke für Ihre Fahrt mit Uber. Wir sind an unserem Ziel angekommen. Ich bitte euch, das war eine Fahrt mit 2 Explosionen, ohne dass jemand gestorben ist. Also ich weiß gar nicht, was man mehr möchte. Board. So. Last but not least. Der alte Mann. Entschuldigung, Mercury, das bezieht sich natürlich nur auf deinen grauhaarigen Körbel. Kann man eigentlich Licht anmachen? Oh, guck mal. Körbels haben offensichtlich... Kommt das jetzt aus den Augen? Voll gut. Ah, ist auch... eine Möhre. Möhre ist auch super als Arbeitssymbol. Ah, guck mal, das mag ich halt an diesen Colony Suits so. Diese verspiegelten Visiere finde ich total gut. Hat echt eine Möhre als Mission-Symbol, als Arbeitssymbol. Ganz hervorragend. Ganz, ganz hervorragend. Hopp, 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 hopp. So, unsere Simulationsbasis. Hiermit bewohnt. Das Schöne ist, die Sonne geht auch bald unter. Das heißt, wir kommen jetzt auch bald in Diskussionen rein, wie was machen wir nachts? Was machen wir in der Nacht? Wir haben einen Electric Charge Speicher von 4300. Das heißt. Das heißt, wenn wir einen
eine Electric Charge Einheit pro Sekunde verlieren, halten wir etwas länger als eine Stunde durch. Pi mal Daumen. Das heißt, wir dürfen auf jeden Fall, wenn Solar überhaupt keine Option ist, nur minimal ins Minus gehen. Zum Beispiel ein Zehntel oder weniger von der ganzen Einheit. So muss der Reaktor eingestellt sein. Das können wir jetzt hier schon mal austesten, wie hoch das dann genau wäre, wenn es jetzt nämlich gleich dunkel wird. Und Vasco Fiasco, vielen lieben Dank für den Resub. 12. Monat in Folge, Dankeschön. Das Jahr ist voll, die goldene Rakete ist dein. Und wenn du auch Interesse daran hast, die goldene Rakete in der Post zu haben, in echt, dann bräuchte ich deine Adresse für die Post. Du weißt schon. Schreib mir das gerne bei Twitch oder im Discord, wenn du magst. Vielen lieben Dank für den Resub und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, Freunde, jetzt aber. Jetzt haben wir hier... Biologen und Farmer, also Dustin und Mercury können wir mal verschieben in das Agroponics-Modul. Da können die ihre Arbeit machen. So. Der andere Typ kann auch da drin sitzen bleiben, ist eigentlich egal. Zack, zack. Der Skunk. Der Skunk. So, Headquarter machen wir auch noch an. Maximaler Stromverbrauch. So, die Sonne verschwindet gleich. Sollten auch schon deutlich weniger Sun Exposure bekommen. Erz wird abgebaut. Wir machen mal überall noch Licht an. Einfach maximale Stromverschwendung, wie schon gesagt. Was wollen wir auf Ike? Auf Ike wollen wir eine Tankstelle aufbauen. Also das hier ist eine Tankstation, die auf Ike tatsächlich Treibstoff herstellen soll für Duna, um dort eine Versorgung vor Ort sicherzustellen, für die Rückflüge zum Beispiel. Das ist die Idee dahinter. So, jetzt machen wir hier mal Config Liquid Fuel Oxidizer. Das sieht gut aus und los geht's. Läuft. So, strommäßig sind wir im Moment auch immer noch stabil. Licht ist noch da, oder? Ja, ist noch Exposure da. Aber gleich sollte das aufhören. Dann müssen wir mal gucken, dass wir die Sache ausschalten. So, jetzt läuft im Prinzip die gesamte Basis. Unsere Hitzeteile... in so einer Endlosschleife vor sich hin. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. 50% ist völlig okay. So, jetzt warten wir mal kurz. Wir müssen wirklich kurz warten, dass die Sonne untergeht. Insgesamt können wir aber schon mal gucken, wo stehen wir. Wir stehen bei 12 Jahren Habitation und Supplies für 10 Tage. Da wäre jetzt natürlich die Idee zu sagen, dass wir jetzt gleich eine EVA machen, um mit unserem Ingenieur den Tank, der mal Machinery Kits beinhaltet hat, auf Supplies noch umzustellen, damit wir mehr Supplies speichern können, denn wir stellen sie ja her. Das müssen wir jetzt gleich mal ausprobieren. Zack, EVA. Paint. Metals. Polymers. Man kann ihn einfach umstellen, wie es scheint. Supplies. Sehr schön. Also da muss man scheinbar nichts für dabei haben. So, und jetzt seht ihr, laufen hier auch Supplies rein aus der Produktion. Sehr gut. Das heißt, das steigt dann jetzt auch langsam, aber sicher. 10 Tage, 2 Stunden haben wir jetzt. Das liegt aber nur daran, dass wir natürlich bisher keinen größeren Speicher an Supplies haben. Ihr seht aber, dass unsere Supplies, wo sind's? Hier, also die haben ein Minus und Minus heißt immer, es wird was abgebaut. Also es wird nichts verbraucht, sondern es wird was, also konsumiert ist auch falsch, wird was hergestellt. So, ich brauche jetzt mal einen Schluck Wasser. Ich merke schon, ich kann nicht mal ordentlich reden. Captain Matzgold, schönen guten Abend. Grüß dich. Luftwiderstand durch die Spitze. Ich habe es jetzt erst gelesen. Nein. Ich glaube, bei den Geschwindigkeiten kein Problem. Und schönen guten Abend an Damon und Proxy. Grüßt euch, ihr zwei. Wir testen hier gerade eine zukünftige Ike-Basis.
Kamera ist so schief mal. Wir warten gerade, dass es dunkel wird. Das dürfte gleich der Fall sein. Kurzen Moment noch. Dann können wir hier. Dann können wir hier nochmal testen oder gucken, wie viel unser Generator, wollte ich schon sagen, wie viel unser Reaktor liefern muss, um die Basis stabil am Laufen zu halten. Ich gehe jetzt mal ein bisschen in Time-Op rein, einfach um die Sonne schneller verschwinden zu lassen. Und ihr seht, jetzt seht ihr, warum ich meine, so ein kleiner Ohrbohrer tut es halt auch. Also der, natürlich haben wir jetzt hier irgendwie ein gutes Vorkommen auf Körben, aber... Na, ist noch Sonne da? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben noch Sun Exposure. Noch ist Sonne da. So, und ihr seht, wir produzieren auch gemütlich langsam vor uns hin Oxidizer und Liquid Fuel. Läuft also. Kazit, schönen Abend dir noch und Dankeschön. Und den, die Aufzeichnung liegt dann natürlich nach dem Stream für dich bereit, wenn du wieder Zeit hast. Und moin Gilforn, grüß dich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müsste langsam mal, ja, ein bisschen Sonne ist noch zu erahnen. Aber die Solarzellen müssten gleich ihren Dienst versagen. Blocked by Kerbin, okay, wir sind soweit. Das heißt, wir stehen jetzt bei plus minus null. Also wir haben jetzt kein Input mehr von den Solarpanelen. Das heißt, jetzt können wir den Reaktor eigentlich mal einstellen auf die Settings, die wir wirklich brauchen. Weil es läuft ja jetzt alles, oder? Agroponics läuft auch. Sieben ist zu wenig. Acht liefert schon mehr, als wir brauchen. Okay. Können wir hier noch irgendwie feiner einstellen? Ich glaube nicht, oder? Halbe Prozente sind, glaube ich, nicht drin. Doch. Der Sprung ist too much. Dann kommt 8. Hm. Okay. Gibt es schon einen Plan, wie die Station Körbel verlassen soll? Körbel verlassen soll? Rakete. Also soweit ist der Plan auch exakt gediehen. Es wird eine Rakete sein. So viel kann ich vorwegnehmen. Okay. Also mit dieser Einstellung, seht ihr hier auch, wird der das Core Life almost forever sein. Mit 10%. Irgendwie ist hier, guck mal so, mit 20% sind wir bei 20 Jahren oder so. Also der Reaktor wird forever laufen. Also 8% Reaktor sollte locker reichen. Wir gehen einfach mal der Fairness halber auf 9 hoch. Dann haben wir ein bisschen Puffer. Und haben damit dann jetzt eine ganz nette Ausgangslage. Also umstellen geht tatsächlich auch. Das heißt, wir sind hier versorgt, ne? Wir sind hier wirklich soweit erstmal safe, was das angeht. Die Supplies verteilen sich hier auch fröhlich. Genau, und jetzt lassen wir ihn mal eine Nacht durchackern. Bin gespannt, was passiert. Wir warten mal bis zum Sonnenaufgang wieder. Und da seht ihr jetzt auch, oh, das war ein bisschen viel, das waren mehrere Tage direkt. Da seht ihr auch direkt, wie die Supplies jetzt langsam steigen. Sieht also gut aus. Okay.
Sehr schön. Das heißt, das lassen wir jetzt einfach mal so und recovern das rein in unser Vertical Assembly Building. Wir haben noch ein paar Sachen anzupassen, ein paar kleine, also vor allen Dingen die Höhenkonfiguration und die Action Groups muss ich unbedingt noch machen. Eine kleine Antenne würde ich noch ranbauen, dass man irgendwie Funkkontakt herstellen kann. Wir haben ja ein gutes Satellitennetzwerk an Duna mittlerweile laufen. Das heißt, wir brauchen da keine Monster-Antennen, mit denen wir bis nach Kerbin funken können. Wir müssen uns nur ins Satellitennetzwerk einklinken. Dafür reicht was Kleines, Dezentes. Sogar Ike hat schon eigenen Satelliten, glaube ich. So. Moin, Just. Grüß dich. So, zack. Zack. Also, jetzt passen wir die Sachen noch an, die jetzt eben aufgefallen sind. Und dann können wir theoretisch ein Häkchen dahinter machen. Also, wir bauen dann die Rakete natürlich noch dafür, aber warum eigentlich keine Solarpaneele, die sich zur Sonne ausrichten? Weil ich das Ding eigentlich mit dem Reaktor betreibe. Tatsächlich sind die Solarpaneele, wenn ich ganz ehrlich bin, sind sie ein optisches Element. Also die Dinger braucht halt eigentlich kein Mensch, wenn ich ehrlich bin. Das ist so, aber ich fand das optisch interessant, diesen nicht ganz geschlossenen Ring hier zu haben, der so sich um die Basis erstreckt, um Strom zu ernten. Das spricht mich einfach optisch an. Das ist tatsächlich schon die gesamte Begründung, weil ich könnte die auch einfach abbauen. Es wäre einfach völlig egal. Ich würde einfach nur Gewicht und Geld sparen. Also tatsächlich ist so, ist auch wie ein Fuchsschwanz eigentlich am Manta hinten dran. Macht ihn nicht schneller, ist aber für die Optik des Mantas unheimlich wichtig. So, Custom One ist dann Solarpaneele. Toggle Panels. Und in die Gear-Gruppe nehmen wir die Dinger hier mit rein. Toggle Stabilizer ist es, glaube ich. Ja, genau. Was ist denn? Ach du Heilige. Warum sagt mir das denn keiner, dass die Dinger sowas können? Die können eingeklappt werden. Oh. Abgefahren. Wieder was gelernt. Das wird in Zukunft sicherlich noch an irgendeiner Stelle nützlich sein. Jetzt gerade nicht. Aber in Zukunft. So. Jetzt bauen wir als nächstes ein Skycrane, um das Ding abzusetzen. Und dafür stellen wir Duna Ike ein. Ach ja, die Höhen wollte ich noch verstellen. Guter Punkt, guter Punkt. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Weil das sieht ja natürlich nicht aus, sonst. Zack, so ist der Boden. Deploy. Bei dem Ding schiebe ich es dann einfach auf die gleiche Höhe. So. Zack.
So, jetzt schieben wir das einfach. Oh, es ist unterschiedlich hoch. Interessant. Ich würde mich, glaube ich, an dem da orientieren, weil das, glaube ich, sehr ähnlich ist. Ich glaube, das können wir einfach nochmal testen jetzt. Zack. Extend. Ich gehe einfach nochmal ganz kurz raus und fahre das Ding aus und dann sehen wir es ja. So, das müsste jetzt eigentlich passen, aber das können wir einfach nochmal auf dem Launchpad ganz kurz testen. Na. Laden, laden, laden. Und dann brauchen wir für Ike. Oh, das ist ja gar nicht so viel Delta wie. Das ist ja echt okay. Und ich nehme an, dass auch die Triebwerksanforderungen überschaubar sein werden. Okay, das sieht aber gut aus bei den Teilen. Also die liegen sauber auf. Das sieht hübsch aus. Jetzt hoffe ich mal, dass er passt. Sehr gut. Okay. War gut, sich an dem zu orientieren. Cool. Ach, guck mal, Valentina hat sich reingeschlichen. So. Sehr schön. Wir klippen auch, naja, ein bisschen hier in den Boden, aber erst so hinten raus. Das könnte natürlich sein, weil es leicht durchhängt. Hier könnte es noch ein Müh tiefer, es schwebt ganz leicht. Also das noch einen winzigen Müh nach unten und dann haben wir es. Sehr gut. Sehr gut. So, und dann der Skycrane hinterher. Also winziges Müh nach unten mit den Habitation und dann den Skycrane. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Damon, vielen lieben Dank für dein Abo und ganz herzlich willkommen nochmal und viel Spaß mit deinem Smiley, das dir zur Verfügung steht. Benutze es fleißig und viel. Das ist quasi das beste Smiley, was man hier für ein Tier 1-Sub bekommt. Okay, es ist zugegebenermaßen auch das Einzige, was man bekommt, aber es ist trotzdem auch das Beste. Und es ist wirklich ein gutes Smiley. Es ist wirklich ein gutes Smiley. So, sehr schön. Das heißt, dich noch ein Ticken nach unten hier. So, das müsste reichen. Zack. Sehr schön. Retrakt. Retrakt. So, ihr auch alle, retraktet euch bitte. So, das ist das also unsere wunderschöne Fracht, die wir zu verbringen haben in Richtung Ike. Aber um sie dorthin zu verbringen, muss man sie anlanden. Dafür benutzen wir das gute alte Skycrane-Konzept. Ist das Zusatz für Minmus? Nee, das ist ein Zusatz für Ike, wie man an dem Namen Ike Tankstelle interpretieren könnte. Colombo-Drohnen Docking Port. Was? Ein Landebein ist schief? Nee, ist nicht schief. Sind alle super. Sind alle super. Sind ja in Viererverteilung angebaut. Die können gar nicht schief sein. Nee, andersrum. Zack. So. Wir werden da ganz klassisch, also wirklich einen ganz klassischen Skycrane benutzen. Ich hoffe, dass der nicht zu groß sein muss.
Ein bisschen größer als das muss er sein, ob es mir gefällt oder nicht. Ich muss nämlich irgendwo. Why not? Warum nicht mal so? Warum nicht auch mal so, ne? Oh, das ist vielleicht ein bisschen drüber. Oh, schon irgendwie cool. Okay, wir brauchen keine kryogenischen Tanks. Kryogenen Tanks ist das, glaube ich, das richtige deutsche Wort dafür. Why not? Nein. Holy. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Antrags, moin und vielen lieben Dank für den Resub. 14 Monate auch schon bei dir. Auch schon lange, lange über das Jahr rüber. Vielen lieben Dank für diese lange Treue und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Was nehme ich denn jetzt? Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Das könnte mein Skycrane sein. Muss aber nicht. Carrier, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Carbonauten. Viel Spaß beim Zugucken. So, jetzt gucken wir mal. Also, eingestellt ist es auf Ike. Ich packe da jetzt mal. Du glaubst, du hast auch bald das Jahr voll? Das kann sein, Herr Spanker. Das kann sein. Sobald die Zählweise umgestellt wird. Zielweise umgestellt? Ich bin mir nicht sicher, was du mir sagen möchtest. Also, wir hätten so. Es werden bald nicht mehr die Streaks gezählt, sondern alle Subs, die man hatte, oder was? Ah ja, okay. Alles klar. Das ändert dann natürlich. Einiges, du hattest ja mal eine Unterbrechung drin, wo du vergessen hast zu resubben oder irgendwie nicht da warst oder was auch immer. Okay, das ist noch nicht ganz die Größe, die ich gerne hätte oder nicht ganz die Trust-Weight-Ratio, die ich gerne hätte. Delta-V-mäßig sieht es ganz gut aus. Wir sollten mit ungefähr 400 Delta-V rechnen, um aus dem niedrigen Orbit anzulanden. Lasst uns mal 500 Delta V. Du hast mich gehasst? Nein, hast du nicht. Hast du mich gehasst? Nein. Nein, 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 nein. Wir sollten ungefähr. Mit 500 und so. Ich muss halt auch noch ein bisschen weiter nach außen tatsächlich. So, was hat der? Serie 13 Dings. Ich probiere mal was anderes aus, Freunde. Lass uns mal den verkürzen. Dann müsste doch hier eigentlich Command- und Control-mäßig das Ding ganz gut passen. Dann kommt eine Batterie mit drauf. Brauchen wir so eine große Batterie? Nein, niemand braucht so eine große Batterie, aber wir machen das trotzdem. Zack. Strukturadapteur. Zack. Vorne ein Propcore. Zack. Und. Nosecone. So. Weil ist so. Gut, jetzt. Wartet mal. Ich mache mal schnell die gängigen Dinge fertig, die einfach sind. Komm, ich will einfach nur Solarpaneele. Davon hätte ich gerne 4 Stück. Cool, danke, tschüss. So, und jetzt nehmen wir, passt auf, ich verlagere die nämlich ein bisschen nach außen mit voller Absicht, damit ich nicht unten die Landebeine zu spüren bekomme bei der Landung.
und setze da. Wahrscheinlich reichen die sogar schon. Ich hoffe, ich habe dann noch so viel. Just wait. So. Und ich nehme mir einfach die Dings. Die sind auch ein bisschen effizienter. Guten alten Terrier. Tittim. Trust Weight Ratio mäßig okay. Delta V mäßig. Ja. Bisschen wenig. Bisschen wenig insgesamt. Ist aber, glaube ich, nicht so wild. Wir können einfach den großen Tank wieder einsetzen. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich bin dumm. Ich hätte vielleicht mal. Keks schreibt es auch gerade. Ich habe gerade selber gedacht, so, ist eigentlich standardmäßig CrossFit bei den Dingern an. Das erklärt dann nämlich auch, warum ich so wenig Delta V habe. Das war halt doch schon arg wenig. Sieht sehr anders aus. Können wir, glaube ich, locker flockig bei den kleinen Tanks bleiben. Bei dem kleinen Tank bleiben. Meine Güte. So, zack. Genau, also 400 ist schon mit Puffer gerechnet. 500 ist super. Wir haben jetzt 781. Da können wir uns noch einfach, weil es hübsch aussieht, so Nupsis oben drauf gönnen. Hübsch. Hübsch. Antenne. Wird uns das hier reichen, denke ich. Ah, komm, mach ein bisschen größer. Bisschen größer ist okay. Zack. Ja, sehr gut. Sind das denn Hübschis? Wenn du sie so nennen magst, Neo, können das gerne Hübschis sein. Können gerne Hübschis sein. Ach, die Solarpaneele gefallen mir nicht. Es tut mir im Herzen weh, wie die aussehen. Ja, damit kann ich leben. Das ist eine Sache, mit der ich leben kann. So, das hat mich aber daran erinnert, dass ich auch noch eine Antenne auf unseren lieben Außenposten packen wollte. Ich hätte gesagt, wir nehmen so eine schöne ausfaltbare. Die ist nicht super heftig von der Reichweite her, aber gut genug. Wisst ihr was? Kommt. Setzt da so einen ollen Nupsi drauf. Und dann ist gut. Das sieht auch witzig aus, wenn die so eine kleine Antenne nach oben haben. So, warte mal ganz kurz. So. Oder noch
für besser. Wartet mal. Oben auf der Tür. So, guck mal, das sieht doch cool aus. Auch wenn die dann später ausgefahren ist. 1A Sendemast. Und das reicht. Also damit kommen wir locker und dreifach zu unserem Funknetzwerk. Stört sich nicht mit dem Ding. Alles super. So, das wäre dann quasi unsere Ike-Tankstelle, die es zu verbringen gilt. Jetzt kommt natürlich der unangenehme Teil. Wir müssen das ganze Ding irgendwie in Orbit bekommen. Da waren sie wieder, meine 15 Probleme. Ich weiß nicht, ob ein... Ich weiß nicht, ob es reicht. Ich glaube nämlich, ich komme hier oben nicht drum. Doch, komme ich. Sehr schön. Okay, dann müssen wir jetzt noch das richtige Maß finden dafür. Nope, das ist nicht. Okay aus. Es ist überschaubar. Ich habe schon schlimmere Sachen in Fairings gepackt. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, sind die 40 Tonnen. Das wird unangenehm. Also, wir haben genug Just Wait, wir haben genug Delta V an Ike. Aber wir müssen da hinkommen irgendwie. Buh, 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 buh. So, da muss ich mir jetzt mal rantasten. Das kann ich nämlich aus dem FF jetzt auch nicht sagen. Das wird sicherlich nicht reichen. Ich mache jetzt erstmal so probehalber ein. Ein Nerf mit Liquid Fuel Only. Das geht drahtlos durch das Local Logistics. Drahtlos. Okay. All Stages hat gefehlt. Was
was nicht so viel daran ändert. Was ist denn da gerade los? Das ist auf irgendwas anderes eingestellt. Das ist nicht mein. Ich habe das Falsche erwischt, glaube ich. Das unterschiedlich umstellen. Okay, da muss man irgendwas einstellen. Swap Fuel. Okay. Jetzt. Okay. 2300 Delta V mit dem. Für die Physikbegeisterten unter euch. Was? Wo ist denn die Anzeige? Ach so, Liquid Propellant Lithium. Hydrogen, was bringt mir der? Nicht so viel. Okay, dann sind wir doch eigentlich mit Liquid Fuel ganz gut bedient. So, 2300 Delta V, das ist natürlich noch nicht das, was wir wollen. Deshalb sollten wir da auf jeden Fall mehr Sprit mitnehmen. So sieht das ganz gut aus. Dann machen wir jetzt noch Folgendes. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das gekoppelt bekomme, aber das ist dann die nächste Problematik. Wohl vielleicht mit den Engine Plates, aber mal gucken. Hopp. 3700 Delta V bei 1,3er Thrust Weight Ratio finde ich eigentlich ganz nett. Das Einzige, was ich mich jetzt gerade frage, ist, wie geht es nach unten weiter? Engine Plates. Ich möchte gerne zwei haben. Und jawohl, sehr schön. Cool. So hatte ich mir das vorgestellt. So, und jetzt kommen wir zum wollte gerade sagen, etwas größeren Teil der Rakete, aber nein.
Angelplates, nein, nein, Engine Plates, falls ich da irgendwie zu undeutlich artikuliert habe. Ich brauche einen Fuel Adapter von dem Großen rüber auf das ganz Große. Herr Spanker, vielen lieben Dank für deinen Host. Dankeschön. Kann man den einen downscalen? Ist auch nicht so richtig gut. Nicht so richtig gut. Spielst du am Dienstag Aliens? Ehrlich gesagt weiß ich es noch nicht ganz. Es ist wahrscheinlich oder die Chance ist relativ hoch, dass ich am Dienstag beruflich was vorhabe. Abends noch. Warum passen das so schlecht zueinander? Eigenartig. Sind das die falschen? Also, ja, offensichtlich sind es die falschen, aber. Dann Struktural. Parts müsste aber ein Adapter drin sein. Okay, dann so. Sehr schön. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es, um das jetzt mal zu Ende zu bringen, wird es so sein, dass ich am Dienstag beruflich was vorhabe. Ich irgendeine Größenkategorie verpasst? Ich werde diesen Satz wahrscheinlich niemals beenden. Okay, das ist immer noch das richtige Triebwerk. Ich bin irgendwie. S3. Ah, okay, hier sind die S3-Tanks. Okay, jetzt passt. Genau. Sollte das nicht so sein, könnte es sein, dass ich Dienstag kurzfristig noch einen Stream mache. Ich würde ihn jetzt aber erstmal nicht eintragen. Und genau, ich kann auch noch nicht so richtig sagen, ob es einen anderen Tag in der Woche klappt. Den Sonntag kriege ich auf jeden Fall hin. Freitag und Samstag bin ich unterwegs. Dienstag wahrscheinlich beruflich was. Und es kann sein, dass ich dann noch einen anderen Tag einen Freund im Krankenhaus besuchen muss, der gerade da liegt. Und da warte ich aber noch drauf, ob der bis dahin von der Intensivstation runter ist. Dann könnte das noch ein Tag sein und dann bleibt mir halt noch ein Wife-Day übrig und dann wird das nichts an einem anderen Termin. Sollte allerdings einer der Termine ausfallen, dann würde ich da einfach spontan Aliens reinschieben. Das heißt, kann sein, dass Dienstag funktioniert, kann auch sein, dass es der Montag oder der Mittwoch wird. Und das hat tatsächlich nichts mit Feigling zu tun. Es passt einfach in der Woche nicht und deshalb reiße ich mir da jetzt auch kein Bein aus, um das irgendwie unter Stress zu spielen, sondern wir spielen das weiter, definitiv. Aber jetzt muss ich gucken, dass ich den richtigen erwische, den richtigen Separator. Genau, aber es passt halt einfach nicht diese Woche. Das ist auch ausreichend. So, jetzt müssen wir aber in die Stage tatsächlich ganz gut Power reinhämmern, damit da was passiert.
Niemand nennt mich eine feige Sau. Genau, McFly. So. Nein, ich spiele das auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, ist ärgerlich, dass es einfach nächste Woche nicht passt, aber es passt halt einfach nächste Woche nicht und damit ist der Drops erstmal durch. Das ist auch zu wenig. 240. Das ist schon der hier. Oder natürlich. Oh, wisst ihr was? Wir könnten was anderes noch probieren. Mal gucken, wie das funktioniert. Was ganz anderes. Zack. A little bit drüber. So, und dann nehmen wir nämlich die. Triebwerke für die coolen Kinder. Ich glaube, da gibt es aber sogar ein spezielles. Ist das noch stärker? Sind das die, die da eigentlich rein sollen? Dieses glaube ich nicht, oder? Ah, doch, die könnten es sein. Bisschen größeren Tank. Oh, 4000 Delta V. Wow. Danke, Major. Und ein echtes Danke an Pimp TV. Das an Major war nicht so ernst gemeint. So, 1,94. Dann können wir da noch einen weiteren reinstecken. Zack. So, dann haben wir. So was ähnliches wie eine Saturn 5 Rakete. Nur halt länger. Und teurer. So, Ike-Tankstelle. Das war, glaube ich, der teure Teil der ganzen Aktion. So, können wir, glaube ich, so einfach erstmal speichern. Würde ich jetzt auch noch nicht starten. Denn die hängt. Noch eine ganze Weile hier rum, sonst. Wir haben das Startfenster Richtung Duna in einem Jahr und 56 Tagen. Also es ist noch ein bisschen Zeit, bis wir das Ding starten müssen, sollten, können, dürfen. Das hier ist der Part, der dann rüberfliegen soll. Da sollten wir noch zwei von den Tanknupsis anbauen. Da sind sie. So, an einer gut einsehbaren Stelle. Tonk. Und dann gibt es noch zwei Solarpanels zum Ausfahren und gut ist. So, kostet auch fast 500k das Spielzeug. Ich hoffe, die zerbricht nicht. Ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass die nicht zerbricht. Das werden wir dann sehen, wie das so ist. Wir werden die auf jeden Fall mal ordentlich strutten, bevor wir uns da zu weit aus dem Fenster lehnen mit. Zack. Das hier Auto strutten wir mal Richtung Root Part. So, und ich hoffe, dass wir damit durchkommen. Wenn nicht, haben wir ein Problem.
So, gespeichert ist es. Und jetzt machen wir uns, nachdem ich hier mal den Part abhake mit, wir haben die Tankstelle gebaut, machen wir uns an das Tankschiff. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir eventuell den Lander von Louis ein bisschen umbauen können. Das müsste irgendwie Minmus. Nee, das hat ja, das hat, dem hattet ihr so einen wundervollen Namen gegeben, oder? Seht ihr, jetzt geht das schon wieder los. Wie hieß denn das Ding? Hildegard. Ich glaube, es hieß Hildegard. Und das ist ganz fürchterlich, dass es wahr ist. So. Ja. Spenker, ich glaube, das war eine andere Karriere, was du meinst. Das war in der Galileo-Geschichte, die ich mal gespielt habe. So, und hier wäre dann eigentlich die Idee zu sagen, wir entscheiden uns bewusst gegen die hohe Komplexität, dass da bleibt. Das hier eventuell in Teilen. Müssen wir mal gucken, aber wahrscheinlich eher nicht. So, wir entscheiden uns bewusst gegen die hohe Komplexität des. Des bemannten Fluges. Und bauen uns das ganze Ding auf einer einfach gehaltenen Kiste. Adapter wahrscheinlich. Ist da was mit Fuel drin? Das würde Sinn machen irgendwie. Aha. Alles, was irgendwie geht. Das haut nicht ganz hin. Einen Fuel-Adapter von. Eigentlich so ein bisschen die Kombination davon, ne? Oder wir versenken den Probe-Core einfach. So, hier müssen wir mal gucken. Puh. Fertilizer. Ja, gut, man könnte die dann versorgen unten, ne? Wenn man mal irgendwas braucht, kann man den auch Life Support und Fertilizer und Mulch und so bringen. Ich meine, Schaden tut's nicht. Es wiegt ja jetzt auch nicht irgendwie Tonnen. Hallo? Zack. Ja, genau so wollte ich es bauen. Oder lassen wir einfach so. Ich würde sagen, so kann man das eigentlich auch fliegen. Das Einzige, was echt nicht gut war an dem Ding, waren die. Wow. Waren die Landebeine. Die waren tatsächlich zum Abgewöhnen. Eher so. So, wir brauchen dann aber auf jeden Fall ein Reaction Control System, das wir nehmen können, um den Probe Core drin zu verbauen. Zack.
So, und dann könnten wir das Ding hier eigentlich in groß hinbauen, wenn man es scalen kann. Ach nee, da war ja was. Ich wollte ja noch docken können mit dem Teil. Haha. Na gut, fast. Fast eine gute Idee. Auch noch viel zu groß. So. Variante ist es, kurz zu machen. Ist der denn so klein? Oh, ich habe auch echt den Junior erwischt, ne? Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum der so winzig ist. Aber das erklärt so einiges. Okay, vielleicht versuchen wir es dann doch nochmal mit dem Fuel Tank. Was ist der? Jetzt kommen wir der Sache nämlich ein bisschen näher. Zack. Ja. So ist das doch gar nicht schlecht. So. Jetzt natürlich die Frage, kannst du auf Ike landen? Also landen kann er sowieso und starten kriegt er auch wieder hin. In voll beladen. Und ich würde den tatsächlich sogar mit Liquid Fuel Oxidizer fliegen. Weil ich so ein paar Raumschiffe habe, obwohl wir könnten einen Kompromiss machen. Ich habe halt solche und solche. Wir könnten sagen, der ist Liquid Fuel Only. Ganz ehrlich, ist eigentlich viel zu viel Sprit drin. Aber obwohl, wir müssen landen, tanken hoch. Ja, es ist okay. Und dann wieder runter. Also wir müssen letzten Endes das Doppelte hinbekommen. Das bekommen wir hin. Und wenn du dann leer geflogen bist, also oben abgeliefert hast,
Landest du mit einer Trust-Weight-Ratio von fast 4? Alles cool. Alles total cool. Ich glaube aber, wir werden ihn leer starten, damit das Ding nicht so viel Gewicht hat. Wiegt der jetzt 19 Tonnen? Ist immer noch ganz ordentlich. Aber so haben wir einen schönen unbemannten Tanker, der an Ike seinen Aufträgen nachgehen kann. Achso, Landebeine müssen wir noch ein bisschen nachbessern. So, Landebeine. Wie gesagt, die ich hatte, waren nicht so gut. Lasst uns mal kurz einfach mit den Standard-Landebeinen arbeiten. Obwohl, wir könnten auch. Die Teile waren eigentlich auch ganz cool. Haben halt einen schönen breiten Stand, ne? Mal kurz gucken. Dass sie genug Bodenfreiheit haben. Das war auf jeden Fall ein bisschen hoch mit den Triebwerken. Sonst wird das zu knapp. So, dann Action Group. Cheer. Toggle Stabilizer. Sehr schön. Landelampe ist dran, Antenne ist dran. Man könnte jetzt noch ein Dockinglicht bauen. Why not? Bisschen zu weit raus. So, eine Landelampe reicht, oder Dockinglampe besser gesagt. Eine Landelampe haben wir nach unten, eine, die wirklich reicht. Ich zeige euch die nochmal. Wartet, wenn wir gleich oben sind. Das ist die Landelampe. Die reicht wahrscheinlich, um ganz Ica auszuleuchten. Von Duna aus.
So. Und dann packen wir da einfach die olle Rakete wieder drunter und hoffen das Beste, würde ich sagen. Das hier ist die Stage für Stage 2. 1400 Delta V. Ist das die alleinige Transfer Stage? Nee, ne? Das ist die Brems-Stage, glaube ich. Reno? Noch ein Reno. Wie fliegt denn das? Ich glaube, das fliegt mit den beiden, ne? War das mit den beiden? Ja, muss ja, weil das reicht ja alleine nicht, Transfer zu machen. Ja, wir müssen die wieder mit auftanken, auf jeden Fall. Kommen wir nicht drum rum. Okay, ach so, oh Gott, was gucke ich mir eigentlich an? Was gucke ich mir hier eigentlich an? Trustfeld Ratio passt aber. Ja, okay. Das haut auch hin, oder? Ne, die Spitze haut nicht hin. Edit Fairing. So. Sehr schön. Dann speichern wir das und machen ein Häkchen an die Nummer ran, weil eigentlich soll es das gewesen sein mit dem Tankschiff. So, dann brauchen wir jetzt noch eine Tankstation. Und die würde ich auch relativ simpel halten, tatsächlich. Achso, ja, man muss irgendwo anfangen. Und die unbemannt machen, weil sonst wird es ein Riesenaufwand, die hinzubauen. Und wir müssen noch eine Raumstation pflegen. Also eine komplett bewohnte Raumstation. Ach so, diese Riesenbooster, ja, das müssen wir noch überarbeiten. Ist auch egal, wir starten die jetzt noch nicht. Eigentlich würde ich bei der Raumstation gerne einfach nur den Multi-Hub auch ein bisschen kleiner. Ich meine, so. Da könnten wir jetzt doch einfach zack. Und sicherheitshalber nehmen wir zwei normale Docking-Ports noch mit, falls da mal was anderes dockt. So, dann haben wir nämlich einen Docking-Node. So, jetzt machen wir es noch ein bisschen anders. So. Und
Wir bauen eine Notfallunterkunft dran, okay? Wir bauen eine Notfallunterkunft dran. Falls da mal irgendwie ein Körbel wohnen muss. Warum springt er nicht weg? Ich glaube, da müssen wir kurz noch mal anpassen. Verdammt. Das hatte ich falsch im Kopf, dass die Dinger auch einklappen. Da muss man tatsächlich die Verjüngung manuell bauen. So, dann haben wir hier potenziell die Möglichkeit, jemanden an Bord zu nehmen für kurze Zeit. So, und dann kommt hier hinten unsere Storage Area. Braucht die irgendwas, um aufgeblasen zu werden? Nö. Okay, cool. Das heißt, wir können hier tatsächlich sagen, wahrscheinlich reicht uns sogar eins, oder? Wie groß ist das? Wie groß sind die in aufgeblasenem Zustand? Steht das da irgendwo? Nö. Aber ich benutze das, glaube ich, auf der Ike-Raumstation, ne? Auf der Ike, sage ich schon. So. Auf der. Der Minmus-Raumstation. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Arnold, vielen lieben Dank für den Resub. 10 Monate, Dankeschön und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Raumstation, Raumstation, wo ist sie? Genau da haben wir diesen, genau diesen aufblasbaren Tank. Na? Na? Ladebildschirm? Na? Möchte er nicht so. Witzig ist, dass ihr scheinbar im übertragenen Bild immer noch die Tracking Station seht. Bei mir ist es einfach nur schwarz. Liquid Fuel und fast 5000 Oxidizer, ganz ehrlich, das reicht. Brauchen wir nur einen so einen Tank. Sehr schön. Okay, dann können wir das eigentlich so lassen, dass wir da einen aufblasbaren Tank haben. Dann kommen da noch ein paar Solarpaneele ran. Eine Funkantenne und dann war es das. Achso, und ein Dingsmodul. Wie heißt das?
Na, Reaction Wheel, sage ich ja. Ein Reaktionsrad heißt bestimmt auf Deutsch auch genauso. Reaktionsrad. Okay. Freunde, ich speichere das jetzt mal hier. Ich merke gerade, dass ich ziemlich abkacke irgendwie. Also irgendwie ist bei mir gerade, glaube ich, so ein bisschen der Zuckertank alle. Ich würde an der Stelle jetzt einfach mal die Station speichern. Wir machen nächsten Sonntag weiter. Ich suche euch jetzt noch einen Host, weil ich merke gerade, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Ich bin völlig neben der Spur seit ein paar Minuten. Ich glaube, ich bin so jetzt schön tief in den Unterzucker abgetaucht, nachdem ich den ersten Tag wieder ein bisschen was gegessen habe. Das führt jetzt leider nirgendwo Produktives hin. Deshalb würde ich jetzt für hier und heute erstmal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich suche euch noch einen schönen Host raus. Und ich werde auf jeden Fall mich im Discord äußern, wenn ich glaube, da ist alle, die ich raussuche. Sind irgendwie dabei, meinen Kanal zu hosten, was ich sehr freundlich finde, aber irgendwie. Oh, wir nehmen wieder den Mann mit der schönen Stimme. Das ist auf jeden Fall. Wir gehen bei Dunshu vorbei. Das ist noch was für die Ladies. Der Mann mit der tollen Stimme. Fährt Emojack noch? Emojack ist bei mir gar nicht online. So. Und da könnt ihr noch ein bisschen KSP gucken. Ich raide mit euch gleich rüber und dann wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Ich melde mich, wenn der andere Stream kommt, ansonsten bis Sonntag. Mein Name ist Robert und tschüss.